fröhliches Beruf erraten. Also, wer verteilt Noten und schreibt allen anderen was vor? Wer ist das? Wer weiß es? Ich höre einen Lehrer. Falsch. Der Komponist. Richtig. Warst du das? Hätte ich dir nicht zugetraut. Ja, sehr gut. Also, ja. Du hast sozusagen mit Bravour die Überleitung zu unserer nächsten Künstlerin bewerkstelligt, gebuckelt, denn unsere nächste Künstlerin ist Komponistin. Ja, also sie hat da wirklich eine richtig klassische Ausbildung, hat alles, Musik, Komposition, Volleyball, sie kann Noten lesen, sie kann sie sogar hören, sie kann Noten schreiben, sie schreibt richtige Symphonien, man hört sie tatsächlich oder man hört ihre Werke im Sender MDR Klassik. Gut und schön, aber von irgendwas muss man ja auch die Miete bezahlen oder ich den Unterhalt. Und deshalb trifft es sich hervorragend, dass sie auch eine außergewöhnlich lustige Comedian ist. Freuen wir uns auf Christine Henkel. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ich habe ein Lied dabei, das habe ich für meine Eltern geschrieben. Meine Eltern, die leben im sonnigen Süden Thüringens, also am Rande des Thüringer Waldes. Und es ist ganz idyllisch. Mein Vater ist Oberförster und meine Mutter, die pflückt den ganzen Tag Beeren im Garten, auch im Winter. Also es ist ganz, ganz schön da. Und für dieses Lied wäre es besonders toll, wenn ihr mir jetzt noch so ein bisschen Thüringer Waldatmosphäre machen könntet. Und das geht eigentlich ganz einfach. Also ihr seid die Bäume. Ja. Und jetzt bräuchte ich noch so ein paar Tiergeräusche. Sehr, sehr gut. Wir haben sehr, sehr viele Uhus. Das ist schon mal super. Ich habe das neulich in Hamburg gemacht. Da habe ich gesagt, Thüringer Wald macht mal Tiergeräusche und die machen Elefant. Ne? Da fahre ich auch nicht mehr hin. Vielen Dank. Das war eine super Generalprobe. Diese Stelle im Lied wird dann nochmal kommen. Dann gebe ich euch den Einsatz. Und wenn ich euch das Go gebe, dann macht ihr bis zum Ende des Liedes für mich nochmal voller Enthusiasmus den Thüringer Wald. Und jetzt ganz viel Spaß mit Komm zurück nach Thüringen. Im Garten steht ein Kirschbaum, in der Küche steht nur Lack da. Am Dorfrand ruht der See, von der Lichtung grinst ein Reh. Amsel, Drossel, Fink und alle Vögel sind da. Sie tanzen Ringelpiez und singen na 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 na. Es ist so schön. Mein Kind, es wird dir gefallen. Es gibt immer frischen Kuchen und jeden Sonntag Klöße. Wir sind jeden Tag gut drauf und stehen um 4:30 morgens auf. Aus der Pfanne grinst das Rehlein, wir legen's dir in saure Sahne ein. Es wird dir schmecken, mein Kind, es wird dir gefallen. Komm zurück nach Thüringen, hast du die Großstadt enge satt. Unser Grundstück ist so groß wie die Marxvorstadt und Schwabing zusammen, komm zurück. Warte nicht mehr so lang. Komm zurück nach Thüringen. Wir stehen da und winken schon. Wir haben eine riesige Scheune und wir erfüllen dir all deine Träume. Wir wissen zwar nicht, welche das sind, aber komm zurück, mein Kind. Willst du die große, weite Welt sehen, dann nimm die Südthüringenbahn.
Du kannst damit nach Erfurt, nach Suhl oder nach Eisenach fahren. Oder mal nach Gotha, da wolltest du doch schon immer mal hin. Na, 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 komm zurück. Es wird gar nicht so schlimm. Wir haben eine neue Kneipe, der Besitzer ist sehr nett. Er schließt pünktlich um 21:30, du kannst immer früh ins Bett. Und der Keramikkurs sucht einen Musikakt für seine Vernissage. Das wär doch was, komm zurück, wir sind schon da. Thüringen, es locken die Felder und der Forst. Wir bauen dir ein Königreich aus Bratwurst und einen Prinzen aus Mett, das wird fett. Na, 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 na. Thüringen, ihr Grüne, die Wiese und das Herz. Wir schütteln für dich unsere Bäumelein, dann fallen herab deine Träumelein. Komm zurück, das wird ganz fein. Rennsteig ist schon ausgerollt. Wir haben eine riesige Scheune und wir erfüllen dir all deine Träume. Wir wissen zwar nicht, welche das sind, aber komm zurück, mein Kind. Bis zum Ende des Liedes. Christine Henkel. Wunderbar, Musik für zwei Verliebte am Kamin.